Na, ihr? Schön, dass ihr auch zum heutigen Vlog wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal hatte ich euch ja von dem bevorstehenden Umzug erzählt. Der steht jetzt heute noch nicht an, aber heute ist so ziemlich das letzte Mal Reiten dran vom Umzug. Langsam geht's jetzt nämlich in die heiße Phase. Und zwar ist es so, dass einer meiner größten Träume tatsächlich wahr geworden ist. Ich konnte einen Teil eines Anwesens im Herzen der Insel kaufen. Und da kann ich jetzt künftig für Kunden Pferde komplett ausbilden, auf Turnieren vorstellen und so weiter und so fort. Das wird mit Sicherheit eine richtig coole, aufregende und spannende Zeit. Und ihr lernt dann auch mal meine anderen Pferde kennen. Heute möchte ich jetzt aber noch mal ein bisschen mit Candy arbeiten, bevor es dann morgen richtig losgeht. Ich muss später, wenn ich geritten bin, auch schon ganz, ganz dringend Sachen in den Transporter packen. Ansonsten wird es morgen definitiv viel zu viel Arbeit. Ja, Cavaletti und Stangenarbeit ist in meinen Augen ziemlich wichtig. Warum, das erzähle ich euch gleich. Jetzt kommt erstmal mit. So, bevor ich jetzt mit der Stangenarbeit angefangen habe, habe ich sie natürlich erstmal linke und rechte Hand ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen Schritte am langen Zügel, ein bisschen im Trab gymnastiziert auf gebogenen Linien und dann auch schon mal so ein bisschen galoppiert, damit sie einfach locker wird und aufgewärmt ist und bereit für die Arbeit. Angefangen habe ich dann erstmal mit den Trabstangen auf der rechten Hand. Am Anfang tut sie sich immer so ein bisschen schwerer, das sehen wir jetzt hier auch. Da hat sie wirklich so ein bisschen Mikado gespielt, ist ein paar Mal angeschlagen. Aber das wird dann meistens tatsächlich relativ zügig besser. Ich habe mir hier die Stangen auf ja, so eine Art Mittelzirkel gelegt. Auf dem Platz war heute zum Glück auch nicht wirklich viel Betrieb. Ich war komplett alleine und konnte mich auf die Arbeit mit Candy konzentrieren. So, jetzt sind wir hier schon auf der Arbeit auf der linken Hand. Das sieht auch am Anfang ja, ein bisschen katastrophal aus. Links habe ich auch irgendwie das Gefühl, ist so ein bisschen ihre schwächere Hand, wo sie so ein bisschen mehr braucht. Also von daher muss ich da immer so ein kleines bisschen geduldiger mit ihr sein. Jedes Pferd hat ja immer so seine starke und seine schwache Hand, was übrigens auch für einen Reiter gilt. Ja, und warum mache ich überhaupt Stangenarbeit? Warum bin ich da so ein großer Fan von? Stangenarbeit, jeder, der es schon mal gemacht hat, der merkt, dass das Pferd mit der Stangenarbeit lockerer wird, durchlässiger wird, dass die Hilfen danach besser durchkommen und auch das entsprechend für die Dressurarbeit sehr, sehr hilfreich ist. So, jetzt seht ihr, dass man noch linke Hand und rechte Hand auch so ein bisschen im Galopp. Macht sie sehr, sehr gut. Also ich finde, man kann auch so ein bisschen Steigerung schon sehen zu dem ersten Mal über die Stangen traben auf der rechten Hand. Also zum einen das und zum anderen verbessert sich auch nachhaltig das Gangbild vom Pferd. Weil ich meine, man will, wenn man jetzt auch gerade vielleicht Dressurturniere oder sowas reiten möchte oder auch generell, man möchte nicht, dass das Pferd die ganze Zeit über den Boden schlurft und da durch den Sand kriecht wie so ein Schluffi. Man will ja eigentlich wirklich, dass das Pferd schön die Beine hebt und anmutig läuft. Und das kann man dadurch einfach so ein bisschen verbessern. Also ich persönlich baue Stangenarbeit immer sehr, sehr gerne ins Training ein. Und finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist. Kann man auch wunderbar mit Cavalettis oder kleinen Kreuzen verbinden? Ja, auch bei Dressurpferden. So, hier bin ich jetzt einmal durch die Stangen durchgeritten. Und reite da jetzt gleich aus einer Rechtswendung nochmal drüber. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Training.
Also ich finde, sie macht das schon richtig gut dafür, dass sie das noch nicht so oft gemacht hat. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie ab und an mal gegen eine Schlange kommt. Das ist völlig normal. Sie muss das erst mal lernen, dass sie da die Füße ein bisschen höher heben muss und schon so ein bisschen mehr aufpassen muss, wo sie hinläuft. Und das ist einfach auch genau der Punkt, den ich jetzt eben meinte, weshalb ich finde, dass Stangenarbeit einfach so eine gute Übung ist. Und für mich hat es ja auch einen Lerneffekt. Ich muss in dem Moment vielleicht gucken, dass ich sie noch ein bisschen aktiver treibe, dass sie einfach besser abfußt. Und sie lernt einfach, wie gesagt, so ein bisschen die Hufe höher nehmen zu müssen. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine richtig gute Sache. So, das war's für heute auch wieder. Wenn ihr jetzt das Video seht, dann ist euch schon ein bisschen was aufgefallen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen anders geschnitten. Ich habe jetzt mittlerweile so eine Kamera, die mich verfolgt, was super angenehm ist beim Reiten, weil so kann ich euch einfach viel besser auch von außen mitnehmen, ohne dass mich jemand filmt. Und ich habe mir gedacht, ich habe das auch schon bei ganz vielen anderen so gesehen, dass sie so ein bisschen Musik hinterlegt haben während des Reitens. Und hey, ich habe mir gedacht, das mache ich auch mal so. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Ja, jetzt muss ich mich auf jeden Fall auf den großen Umzug vorbereiten. Schabrackensammlung und alles mögliche, Sättel, Zaumzeuge, Halfter, alles in den Transporter packen. Denn ja, es geht jetzt in Kürze los und beim Umzug nehme ich euch dann natürlich auch wieder mit. Also auf gar keinen Fall verpassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Und jetzt muss ich mich auf jeden Fall beeilen, um fertig zu werden. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.